Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Total Immersion Racing. Heute fahren wir gegen ganz, ganz viele Wagen mit dem Bentley. Ab geht's! EXP Speed 8, okay, hübsch, hübscher Name. Oh, keine Quali? What? Och, hör mir doch auf. 2 von 2? Was? Wieso sind in unserer Klasse nur 2 Wagen? Audi gegen Bentley, was? Ach, hör mir doch auf. Nee, ist das geil, ey. Ach, so eine Idee musste ja auch erstmal kommen. Hammer. Das gefällt mir gerade ewig, ja. Oh, shit. Bitte. Nein! Überhol den Wagen vor dir, dann bist du in Führung. Scheiße. Scheiße. Alter, ist das kacke, ey. Oh, fuck, Mann. Ja, genau. Ihr müsst jetzt Gas geben. Euch braucht jetzt jeder. Shit. Boah, ist das böse. Einfach so rein. Einfach so. Oh Gott, da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ich krieg dich. Oh, haben die das böse gemacht. Das ist auch ein geiler Cup, ja? Der gefällt mir auch, ja. So, und jetzt kriege ich euch aber. Das ist auch mal ein erfrischender, schöner Cup. Ach so, die BMW sind gar nicht die ersten, okay. Boah, das war jetzt mal scheiße, der Anfang, ja? Oh, ist der gemein. Ah, und hier sind die anderen, die wir einholen müssen, ja? Der Audi hängt fest. Sehr schön. Das ist echt, das haben sie geil gemacht. Das ist ein cooler Cup. Also hier am Ende fallen denen nochmal richtig gute Cups ein, ja? Alter! Hilfe! Stellen sie mir hier aber die Frage, wie kriege ich das denn jetzt am besten hin? Dass ich wieder an denen vorbeikomme, ohne dass die einen Knäuel binden und alle anderen vorbeilassen, was eine dämliche KI-Eigenschaft ist, ehrlich gesagt. Du hast die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Ja, dass der Audi die nicht kriegt, ist ja klar, ne? Fahr weiter, fahr einfach weiter, fahr einfach weiter, danke. Sehr schön. Und ab genau diesem Punkt haben wir das Rennen gewonnen. Sehr schön. Schade nur, dass wir diesen Punkt schon deutlich früher erreicht hätten, wenn die Idioten nicht stehen geblieben wären. Dämliche Eigenschaft. Niemals andere vorbeilassen, niemals. Ja. Die hätten sie echt ein bisschen aggressiver machen müssen dann. Oh, 13 Sekunden sind wir schneller. Siehst du mal, hä? Der andere, wie weit sind wir vor dem? Hallo? Ich hätte gerne mal Statistik, wie das aussieht. Das ist die Idee, ne? Das ist schon geil. Muss man schon ehrlich sagen, ja? Audi gegen Bentley klingt jetzt dann wieder nicht so gut. Das ist der Cup, der nach dem Audi kommt, ja? Aber das ist hier mal wirklich... Da haben sie sich zwei coole Cups ausgedacht. Sie kommen vielleicht ein bisschen früh. Das ist das Ärgerliche. 14 Sekunden schneller. Und der Audi kommt uns nicht hinterher. Ah ja, ist das schön. Der, oh, jetzt hat er sie alle überholt. Jetzt kann er uns hinterherkommen. Nachdem er wie viele Sekunden hinter uns hängt? 20? 30? Gott, ist das geil. Sehr schön. Aber interessant, dass man sogar hier verlieren könnte, ja? Oh, 9,99. Seven, du bist im Arsch. Hier gewinne ich. Aber eindeutig um den Bentley. Nicht schlecht. So. Und ab geht's. Dennoch sind wir nochmal 2 Sekunden schneller, was daran liegt, dass wir nicht von dem McLaren erwischt wurden. Damit sind die 2 Sekunden weg. Aber das kann man gerne so halten, das stört mich überhaupt nicht. Die 13 Sekunden auf Servern sind auch voll in Ordnung. Ah, das ist echt, das ist eine geile Idee, ja? Keine Quali und du fährst immer als Letzter los. Das ist geil. Hoppala, bitte nicht lecken. Hat er jetzt wieder überlegt, oder was sagen soll, der Graham Johnson, oder was? Da ruckelt mein Auto so arg, überlegt der. Na, immerhin. Sekunde nochmal schneller, ja. Super. Ey, Mod sein 1,29 wäre auch awesome.
Ich fürchte, vor 1,29 wird es nicht mehr reichen. Scheiße! Ja, so reicht es nicht für 1,29. Ich check das bis heute nicht, wie das physikalisch funktionieren soll, dass der da gegen die Wand donnert. Geht doch gar nicht. Toll. Wie viele Sekunden mich das gekostet hat? Wir waren bei 1,29. Schauen wir, wir sind nicht mehr bei 1,29. Ein tolles Rennen. Du hast gewonnen. Halt die Schnauze. Das waren 1,29. Hallo Seven. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp über Rundenbestzeiten und die Unmöglichkeit, sie für dich sie zu erreichen. Ja? 8 Leute von da und 8 Leute von da. Nicht schlecht. Also, das ist so. Du kannst nicht Rundenbester werden. Ende. Ja? Gecheckt, kleiner Idiot. Mach das nie wieder. Danke. Das Rennen läuft. Nicht gelenkt und wieder schräg reingesetzt worden. Ärgerlich. Ja, lass mich durch. Lass mich. Nein. Hör auf, ein Sandwich mit mir zu machen. Ich will sowas nicht. Ich finde das ekelerregend. Und wieder sind beide Pandas letzter. Das ist so lächerlich. Wo sind die Cintura? Ach ne, die sind noch weiter hinten. Okay, damit kann ich leben. Sorry, aber dieses Mal habe ich leider keine Zeit. Ich muss diesmal ausnahmsweise mein Bester werden, auch was die Rundenbestzeit angeht. Nicht, dass mein Freund sie mir wieder wegnimmt, nicht wahr, Seven? Hey, sowas ärgerlich. Dann nimmt er dir in der letzten Runde die Rundenbestzeit. Ach, Mann. Ich meine nicht, dass es mich interessieren würde. Ich mache den Haushoch fertig, weil er ein Loser ist, ja, aber... Naja. Ist er denn überhaupt schon am GT vorbei? Am GT? Oder hängt er noch da? Das wäre auf jeden Fall, das würde ich feiern, wenn der Idiot noch am GT... Nein, er hängt nicht am GT. Er hängt nicht mal mehr am GT. Er ist sehr schade. Sehr, sehr schade. Mit der Rundenbestzeit gewinnst du vielleicht einen extra Punkt. Ja. Völlig verdient gewinne ich einen extra Punkt. Und, Überraschung, 53 Sekunden Rundenbestzeit. Hä? Was, nicht? Wieso nicht 53 Sekunden Rundenbestzeit? Natürlich 53 Sekunden Rundenbestzeit. Fahr weiter. Was denn sonst? Das waren eindeutig 53 Sekunden. Jeder, der blind ist, kann das sehen. Meine Güte. Das ist überhaupt keine unrealistische Zahl. 53 Sekunden ist locker drin. Und hat er auch locker geschafft. Das sehe ich in meinem Horoskop. Komisch. Komisch, Seven. Dabei bist du auch nur 13 Sekunden hinter mir. Da müsstest du locker auf 20 sein, ja? Ja, jetzt habe ich auf die Figur geachtet. Scheiße. Was ist das für eine komische Figur? Keine Ahnung. Ja, jetzt sind wir natürlich langsamer. Potenziell hatte Seven also jetzt die Chance anzugreifen. Und er wird sie auch nutzen. In der letzten Runde fährt er 1,18. Ich rieche es. Es riecht nach Auflauf, ja? So. Hier kommt die Endrunde des Rennens. Und ich werde dieses Rennen gewinnen. Weil Seven ein Loser ist. Aber sehr schön, solchen Cup mal zu bringen. Muss ich ernsthaft loben. Das gefällt mir sehr, sehr gut, ja. Das gefällt mir wirklich ewig gut. Wobei ich gleich vor einem Problem stehe. Ich kann unmöglich nach 3 Rennen auscutten. Nach 3 Rennen sind wir auf 15 Minuten. Das wird wieder ein 30 Minuten Part. Ach, leck mich doch. Also im Pro ist das nicht ganz so gut gelöst mit den Zeiten für so einen Cup, ja. Das war im GTS deutlich besser. Sekunden. Das sollte dir zu denken geben. Wer ist hier der Loser? Wer hat keine Chancen? Du bist hier der Loser. Du hast keine Chancen. Ne, warte, das ist ja erst die zweite, ne? Wir sind bei 10 Minuten. 5 Minuten pro... Ja, ich entscheide das spontan.
Vielleicht gibt es auch ausnahmsweise mal wieder nur zwei 15-Minuten-Folgen. Das würde mir sehr leid tun, aber Pech gehabt. Ihr hattet ja jetzt schon lang oft genug 30-Minuten-Folgen. Von daher, ab und an muss man auch mal verzichten. Hervorragend gefahren. Meine Rundenbestzeit, du machst nichts daran, ja? Und 1,18? Nein, 1,27. Verwirrend. Okay. Silverstone, ab geht's. Oh, das wird hart. Das wird hart. Hier gibt's kaum Geraden zum Überholen. Das Rennen ist gestartet. Außer man ist der Audi. Dann kann man ziemlich chillig überholen. Aber als Bentley kann man auch überholen. Genau, lass mich alles schön durch. Du lässt mich auch durch. Sehr schön. Sehr. Genau so muss man das machen. Oh, scheiße. Das war dumm. Ärgerlich. Ich habe vergessen, dass der Bentley ein bisschen mehr rutscht als der andere, der Panos. Lass mich durch. Lass mich durch. Komm schon. Ich... Danke. Sag ich nicht. Hast du dir nicht verdient. Audi ist da schon irgendwo. Shit. Ja, ihr habt euch auch ein hübsches Rennen ausgesucht. Das würde mir sogar mal wirklich Spaß machen. So viel Verkehr, ja. Das wäre ein mega geiles Rennen, denke ich mal. So, weiter geht's. Ah, da haben sie sich echt was Schönes ausgedacht. Ey, den Cup muss man loben. Der gefällt mir so gut. Weiter geht's. Und Rundenbestzeit. Die schnellste Runde gehört dir. Wenn deine Zeit von keinem unterboten wird, gewinnst du einen Extrapunkt. Man sieht schon, wo die Reise hingehen soll. Dirty Dog. Ey, ich bin mir absolut sicher, dass es keine Firma gibt, die so heißt. Wobei ich ihr mich garantiert, zu 100%. Es gibt eine Firma, die so heißt. Wetten? Das würde mich keine 2 Sekunden wundern. Oh, jetzt ist er auch durch. Das Severin. Oder wie er heißt. Oder Severn. Ist jetzt auch durch. Aber er wird es nicht schaffen, uns die Zeit nochmal strittig zu machen. Das wäre sehr ärgerlich auf jeden Fall. Und völlig unverdient. Das muss man wirklich sagen. Severn hat nichts geschafft, ja? Der Kerl schafft nichts, denn dann holt er sich die erste Rundenbestzeit. Du kannst mich mal mit deinen 17 Sekunden, ja? Meine Rundenbestzeit. In Monza bin ich immer Rundenbester. Dein Argument war invalid, ja? Weiter, weiter, weiter. Das hier ist, glaube ich, Folge 9, wenn ich mich nicht täusche. Kann ich gleich mal rüber gucken auf meinen Counter. Ich habe ja jetzt mittlerweile so einen richtig geilen Folgen-Counter. Da siehst du genau, wie viele... Nein, das ist Folge 10 tatsächlich sogar schon. Da sieht man genau, wie viele Folgen aufgenommen wurde und wie viel Platz auf meiner Festplatte noch ist. Prozentual. Ja, das ist mega geil. So. Im Moment sind noch 62% frei, ohne diese Folge, ja? Ohne dieses Video sind hier noch 62% frei. Das ist also, wie gesagt, noch ein bisschen Platz für Diablo. Wenn ich es denn noch zocke heute Abend. Heute Nacht, muss man ja sagen, es ist mittlerweile fast 4 Uhr. Dadurch, dass die Folgen alle so lange gehen, komme ich ja kaum voran, im Endeffekt. Ich muss ja so viel Tier aufnehmen. Jetzt habe ich meine 10 Folgen. Und nehme sogar trotzdem noch mal mindestens 2 auf, ja? Müsst ihr euch auch mal geben, ja, weil ich Audi noch haben will. Erst wenn ich Audi habe, bin ich mal gespannt, was danach kommt. Die Spannung will ich mir noch nehmen. Und dann gehe ich in die Sommerpause für Tier. Ja. Also ihr seht die Sommerpause nicht. Ihr seht durchgehend Folgen alle 2 Tage. Das ist schön. Aber ich nicht. Ich mache dann wirklich erstmal länger Pausen mit Total Immersion Racing. Und zock das nicht weiter.
Und erst dann, wenn die Herausforderung endgültig vorbei ist. Ich hoffe ja mal, dass diese blöden Bonus-Cops jetzt noch kommen. Das wäre so ärgerlich, wenn die nicht kommen. Wir werden es sehen. Hier sind wir jetzt im perfekten Cup gefahren. Wenn es jetzt so ist, dass wir jetzt ein Auto oder so freischalten oder so, oder einen Bonus-Cup, dann wäre der vermutlich auch hinter schnell und wild gewesen. Das wäre sehr ärgerlich. Wenn es nicht so ist, nehme ich mal an, dass die erst kommen, wenn man alle regulären Cups geschafft hat. Das geht auch, denke ich. Gut gemacht. Das Rennen gehört dir. Und die Rundenbestzeit auch. Völlig verdient. Ja, guck mal. Keiner weit und breit. Ich bin der Beste. Ihr seid nicht. Na klar kannst du das. Na klar kannst du das. Ja, sieht man. Klar kannst du das. Geh heim. Keiner mag dich. Geht mir so auf die Nerven. Beschissenster Einstieg aller Zeiten. Beschissenster Einstieg aller Zeiten. Halt die Schnauze. Dreh dich. Nein, nicht ich. Der soll sich drehen. Gott, ey. Das ist richtig kacke. Da haben sie hier wieder was Lustiges ausgedacht, ja. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, ist mir auch egal. Lass mich durch. Jetzt bist du in Führung. Scheiße, ey. Dreh dich nicht, dreh dich nicht, dreh dich nicht. Oh ja. Lass mich durch. Oh, der Audi ist auch, glaube ich, hier in der Nähe. Nee, das war der Panos. Shit. Ey, shit. Oh yeah, das ist unser erster Platz. So, ja. Ach, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, dass wie viel der Rennen das ist. Ist das jetzt das dritte? Nee, es ist das vierte, glaube ich, sogar schon. Wir hatten Monster, Silverstone. Den Hockenheimring nicht. Nee. Monster, Silverstone? Aber ich hatte einmal die beste Runde und er hatte zweimal die beste Runde. Das heißt, wir hatten drei Rennen schon. Das ist das vierte. Ach, scheiß drauf. Halbe Stunde. Was soll's? Eine Folge weniger. Mit der Rundenbestzeit gewinnst du vielleicht einen extra Punkt. Wenn ich jetzt so intelligent wäre, ja, und euch zumindest nur 15 Minuten Parts unterbuttern würde, dann hätte ich jetzt doppelt so viele Parts und wäre ich schon lange in der Aufnahmepause, ja. Selber bei Far. Oh, Nase juckt! Bei Far Cry. Bei Diablo jetzt vermutlich nicht so. Aber Far Cry und Total Immersion Racing müsste ich die Partlänge echt mal kürzen. Nicht, dass das jemals geschehen wird, aber eigentlich wäre es sinnvoll, ja. Man würde mich zwar in der Suche nicht mehr finden, wenn man nach 20 Minuten Videos suchen würde, aber pff, wer macht das schon? Habt ihr schon mal jemals nach einem Video gesucht, das explizit länger als 20 Minuten sein muss? Das geht frei in YouTube. Du kannst das in den Filtern einstellen, dass du nur Videos sehen willst, die länger als 20 Minuten sind und Videos, die kürzer als 4 sind. Das sind die Einstellmöglichkeiten für den Filter. Deswegen habe ich ja auch 20 Minuten so als Ziel gewählt. Ey, lustig, wie du da hinten siehst, wie sie alle fahren, ja? Cool. Nee, warte, das hast du nicht gesehen. Ich dachte, das wären die Pfeilspitzen, aber nee, das ist einfach irgendwas, was keinen interessiert. Reflexion von den Leitplanken oder so, keine Ahnung. Ja, jetzt juckt mir das Auge auch noch. Heieiei, alles juckt mich. Möchtest du nicht in die Boxengasse geschleudert werden? Das wäre jetzt sicher mal voll lustig. Hahaha. Ha, ha. Du bist in deiner letzten Runde. Wie waren das? 1,29 hatte ich hier eigentlich auch geschafft, ne? Aber dann doch nicht und dann vielleicht doch oder nicht oder ach, was weiß ich. Sekunden hat er hinter uns, okay. Das ist auf jeden Fall eine Zeit, die mich freut. Ja, wirklich schwer ist der KP jetzt auch nicht. Du musst halt gucken, dass du möglichst schnell von denen wegkommst, ja.
weil halt der Audi auch doch nach und nach wegkommt. Er ist nicht so schnell wie du, meistens, wenn du halbwegs gut bist, aber er kommt auch irgendwann weg, ja? Da fällt mir ein, wenn man so die Stadt im Hintergrund beobachtet, so geil ist die eigentlich gar nicht, ne? Oder? Wobei, eigentlich sind die Gebäude schon ziemlich geil gemacht, ja? Mist. Ach, das ist gar kein Gras, das ist Straße, okay. Das heißt, das tut einen gar nicht verlangsamen, ne? Das ist ja super. Ja, doch, doch, Minato ist wohl eine der geileren Strecken hier. Zumindest vom Aussehen her. Ich persönlich hasse sie seit dem Zwischenfall hier. Genau dieser Kurve. Aber an sich ist das eine geile Strecke, ja. Und? Du bist auf dem ersten Platz gelandet. Aber meine Rundenbestzeit nicht. Wetten? Komm schon, schlag mich. Nein, er schlägt mich nicht. Schade. Gut, gleich weiter. Wir fahren natürlich den Sebring. Ach, hör mir doch auf, ey. Und als nächstes dann Hockenheim. Was wetten wir, hä? Ab geht die Post. Da brauche ich keine 2 Sekunden dran zweifeln. Wir fahren den Sebring, wir fahren Hockenheim. Ich entscheide mich für innen. Und meine Entscheidung war klüger. Du bist dumm. Ich glaube... Lass mich durch, lass mich durch. Okay. Ich bin ins Wackeln geraten, aber nur ganz kurz. Sehr gut. Hoppala. I'm sorry. Okay, der Audi ist noch nicht so ganz so weit wie ich. Das ist ganz praktisch. Er gehört der Sebring wieder mir. Wie war das? Waren wir hier nicht sogar auf unter 1,39? Weiß ich nicht. Oder 1,39? Keine Ahnung mehr von der Bestzeit. Ja, mir soll es egal sein. Wirklich wichtig ist sie ja auch nicht, ja. Oh, der Audi ist noch ganz hinten. Oh, ist das peinlich. Der hat sich da verschätzt mit seiner Seite und jetzt kommt er nicht mehr hin. Ja. Oh, ist das bitter. Und peinlich. Vor allem aber bitter. Und peinlich. Aber auch verdient, ja. Machen wir uns nichts vor. Wer so scheiße fährt wie der Audi-Fahrer da, der Severin. Oder der Severin, der hat es einfach nicht verdient. Sorry. Sorry, Audi. Heute hat Heidi leider kein Foto für dich. Nur eins für mich. Ich gewinne heute und du verlierst heute. So ist der Lauf des Lebens, so ein Pech. Du hast die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Oh, jetzt holt er auf, jetzt schließt er auf zum nächsten Fahrerfeld. Wo er dann hier in der Kurven... Nee, scheiße, er kommt zu früh dran. Schade. Schade. Wobei, er kommt vielleicht genau perfekt dran. Wenn er wieder den Einstieg verkackt, ja, dann hängt er hier ewig lang. In dem technischen Bereich kann der nicht gut überholen. Und es sieht gut aus. Es sieht verdammt gut aus, ja? Bitte verkack es. Verkack es einfach nur. Keiner mag dich. Alle hassen dich, ja? Wir sind etwas schneller nur. Hä? Echt? What? Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Wo habe ich denn dann die Zeit verkackt? Keine Ahnung. Mysteriös. Aber er hängt, er hängt, er hängt. Er hängt. Sehr geil. Das heißt, in den ersten beiden Runden schon mal kein Rundenrekord, ja? Auch keine Rundenbestzeit, gar nichts. Mist. Hier habe ich es mir kaputt gemacht, die 1,40. Schade, schade. Weit und breit halt einfach mal gar keiner. Sehr schön. Ah, ja, hier kann man die Kackphysik oder die mittelmäßige Physik doch mal gut nutzen. Nur noch eine Runde vor uns. Na, immerhin ein bisschen an der Rundenbestzeit gedreht. Oh, da hinten fahren sie alle.
Oh mein Gott. Und einer davon ist der Audi. Ah, den sieht man gar nicht. Der sieht, der fährt nicht auch wie GTS-Fahrer nur. Weiter, weiter nach rechts. So. Oh, jetzt hat er es geschafft. Jetzt hat er es, finally hat er es geschafft, am GTS-Feld vorbeizukommen. Oh, Audi, du bist ein Kackfahrer. Ganz ehrlich, du hast es nicht drauf. Nicht mal mehr gering. Sekunden. Oh, ist das geil. So gehört sich das, ja. Was ist denn dann? Ist Rockingham... Oh Gott, ich würde das so feiern, wenn Rockingham die letzte Strecke wäre und nicht Hockenheim. Endlich mal wieder ein Cup ohne Hockenheim. Ich vermisse diese Strecke überhaupt nicht, ja. Na, Severn, wie ist es, wenn man die ganze Zeit Letzter ist in der Fahrerwertung, ha? Ich weiß das nicht, ich bin immer Erster, ja? Sogar wenn ich total irrealistisch, gegen die Wand donner, ja? Und dann fast in die Boxengasse und dann irgendwie ganz komisch zurückgesetzt werde. Sogar dann weiß ich das nicht, ja? Weißt du es? Ja, du weißt es, natürlich weißt du es. Der nimmt mir die Rundenbestzeit. Der nimmt sie mir. Der nimmt mir die Bestzeit. Nein, nicht mal mehr. Sehr schön. 53 zu 32. Tja, Severn, es sieht schlecht aus. Und die Strecke ist Rockingham. Ja. Nicht dieser Abfuck aus Hockenheim. Oder was heißt Abfuck? Aber die Strecke war jetzt so oft, die nervt nur. Naja, überhol doch mal schön innen, ja. Das kannst du nicht ganz gut. Sogar außen kann ich überholen. Ich kann immer überholen, ja? Du kannst es nicht. Oh shit. Oh shit. Panos, sei still, Mann. Du hast echt einen lauten Motor. So, weiter geht's. Ja, jetzt haben wir sie. Tut mir leid, BMW. Ich habe dir gerade das Rennen kaputt gemacht. War keine Absicht, McLaren, Entschuldigung. War keine Absicht, aber passiert halt einfach mal. Ich muss halt hier Erster werden, zwar bedingungslos und mit Bestzeit. Weil der hat sie nicht verdient, die Bestzeit, deswegen muss ich sie mir holen. Ich meine, ich habe zwar eh hier schon gewonnen und könnte auch ohne Bestzeit und ohne Sieg komplett easy weitermachen, weil ich definitiv mindestens 6 Punkte bekomme. Aber das wäre ja unfair. Wäre unfair meinem Gegner gegenüber, ist absolut kein Fairplay dann, wenn man einfach Scheiße baut, weil es eh egal ist, ja. Wie würde er sich denn dann fühlen, der Severn? Der Severn, wenn ich dann seinen Namen mal falsch ausspreche und dann auch noch so und ihn lächerlich mache und alles und mich über ihn lustig mache und so, das wäre voll gemein, das kann ich nicht tun. Ah, der Severn, ganz ehrlich, das ist so ein Noob, der kann gar nichts. Die schnellste Runde gehört dir. Wenn deine Zeit von keinem unterboten wird, gewinnst du einen Extrapunkt. Ich meine, ernsthaft, ich kann alles und Severn kann halt einfach gar nichts, ja? Der Typ ist so scheiße. Seine Mutter wollte ihn austauschen, als er ihn geboren hat, ja? In der Geburtenstation. Ist sie hingegangen und hat gefragt, ob sie das Kind tauschen kann. Das ist Severns Geschichte. Und dann haben die Ärzte gesagt, das kostet viel, mein Fräulein. Und dann haben sie gesagt, oh nee, scheiße, wir haben kein Geld, wir sind so arm, wir müssen unsere Typen beim Kick klauen. Keine Ahnung, die Witze sind nicht lustig. Ich mache hier gerade überhaupt nicht lustige Witze, glaube ich. So. Okay, die Pfeile an. So, oh, wunderbar. Schade, dann ist der Cup auch schon wieder vorbei. Nach über 30 Minuten. Oh Mann, lauter Überlänge-Folgen. Als nächstes kommt dann der Audi. Und nach dem Audi... Oh, nur 11 Sekunden, ja. Der ist gut vorbeigekommen. Die technischen Parts sind wohl hier nicht so schlecht zum Überholen. Im Sebring wohl deutlich beschissener. Tja, Pech gehabt, Severn. Trotzdem bist du kacke. Du bist in deiner letzten Runde.
So. Letzte Runde in diesem Cup. Sehr schön. Der macht zwar Spaß, aber er dauert halt lang. So wie alle Cups. So. Mensch, der Seven, der ist uns ganz schön auf den Fersen. Der hat doch nicht etwa als Ziel, noch mal Erster zu werden. Komm, lenk nach links. Gott, noch eins. Schwierig ist das, ja? Schwierig. Lenk nach rechts. Gott, noch eins. Eieiei. Schwer. Alles schwer. Alles schwer. Na so, weiter geht's. Und Ende. Sehr schön. Endspurt. Hui. So. Und Ziel. Perfekt. Du bist auf dem ersten Platz gelandet. Und oh, die Bremsen. Sehr schön. Wie die leuchten. Aber die scheinen dauerhaft zu leuchten. Fast schon schade. Sehr schön. Die Beste gehört uns auch. Damit haben wir von 66, haben wir 64 erreicht. Na, immerhin. Wir sind Erster. Und jetzt können wir endlich um den Audi fahren. Der beste Weg, gegen einen Audi zu gewinnen, ist, einen Audi zu fahren. Ja, das ist wohl wahr, mein Freund, ja. Aber okay, es sieht so aus, als ob die Cups erst hier zwischendrin alle kommen. Das ist ganz in Ordnung, das freut mich. Falls euch diese Folge hier gefallen hat, würde ich auf jeden Fall mal sagen, ein Like und ein Kommentar würden mich sehr freuen. Ebenso ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Total Immersion Racing. Bis dahin, Servus.